läuft schon. Okay. Also, wir sehen hier den Violin- oder G-Schlüssel. Den benutzen wir für die hohen Töne. Und er heißt deswegen G-Schlüssel, weil er uns in der Mitte den Ton G angibt. Der liegt hier auf der zweiten Notenlinie von unten. Violinschlüssel, Violine kennt ihr alles, die Geige, die spielt eher in den hohen Bereichen und deswegen hat er da seinen Namen herbekommen. Und wir haben hier den Bassschlüssel, der ist für die tiefen Töne zuständig. Oder F-Schlüssel und man ahnt es schon, er heißt F-Schlüssel, weil er hier den Ton F angibt. Auch wieder auf der zweiten Linie, allerdings diesmal von oben gezählt. Ja? Und dann kann man im Prinzip von da aus alle anderen Töne abzählen, wenn man nicht mehr weiß. Also muss ich merken, G-Schlüssel und F-Schlüssel. Jeweils auf der zweiten Linie liegt der Ton. Ja, und dann kann man die anderen abzählen. Bei dem Ton C scheiden sich sozusagen die Geister. Also bis zum C schreibt man alles im Bassschlüssel und ab dem C schreibt man dann alles im Violinschlüssel. Also ich habe hier noch angezeigt, dass D... Das würde dann im Violinschlüssel sein, ohne Hilfslinie. Und hier das H wäre dann im Bassschlüssel ohne Hilfslinie. Kann man gerade ein D anzeichnen, im Violinschlüssel würde das dann eine Hilfslinie bekommen, weil es sonst in der Luft schwebt. Ne? Also nochmal zum Hören. Wir haben das G im Violinschlüssel. Da hört man schon, ist ein bisschen weiter oben. Und das F im Bassschlüssel. Ne? Das ist also schon wesentlich tiefer. Ja, und die hohen Töne. Hier stehen Violinschlüssel.